Hallo ihr Lieben, ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, ein Tutorial für so ein Junk Journal zu machen, weil ja doch einige gesagt haben, sie möchten eine Anleitung dazu. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so viele interessiert, aber ja, erstmal ganz kurz generell so, weil viele auch gesagt haben, gerne auch für Anfänger oder so. Ja, also erstmal generell so ein Journal, Junk Journal, bedeutet ja eigentlich, Junk bedeutet Müll, also ein Buch oder Tagebuch aus Müll, sozusagen. Ja, muss man natürlich so nicht machen, aus Müll. Ich hatte euch für die ganz, ganz Anfänger, also die so journalmäßig noch gar nichts gemacht haben, ich hatte euch ja mal eine Anleitung gezeigt, die verlinke ich euch hier oben, wie man... Also das ist jetzt ein fertig gekauftes Büchlein. Das nehmen viele so als Reisetagebuch oder manche machen das wie so eine Art Mini-Album. Also das sind wirklich die Möglichkeiten unbegrenzt, je nachdem, was euch da einfällt. Da hatte ich euch ja schon mal eine Anleitung dazu gezeigt, wie das ganz leicht geht, ohne groß Zubehör, einfach mit einem Strick. Ich hatte euch auch gezeigt mit... Da gibt es so ein Gerät dazu, wie man das ganz leicht hier zusammensticken kann. Ich nehme jetzt für sowas gerne auch so einen Langarmtacker. Gibt es bei Amazon. Könnt ihr auf meiner Shop-Oberfläche gucken, falls ihr sowas haben wollt. Wenn ihr sowas öfters macht, lohnt sich das eigentlich und ist auch nicht so teuer. Ja, also hier für diese Büchlein habe ich eine Anleitung und im Grunde genommen ist das dasselbe, nur eben mehrere so zusammen. Und Junk Journal eben aus viel altem Zeug oder Sachen, die man eben auf alt macht. Ja, was fällt mir noch ein? Eigentlich braucht man dazu nicht wirklich viel für so ein Junk Journal. Weil ich jetzt ja in letzter Zeit so Trödelmärkte oder so waren, nicht, dass man sich tatsächlich irgend so alte Bücher oder sowas kaufen kann, weil die gehen nämlich super dafür, muss man sich das Papier eben selber machen. Ich hol's mal schnell. Also ich habe hier so eine Kiste, wo ich immer, wenn ich irgendwas finde, mir hier rein tue. Also ich habe jetzt hier auf dem Trödel mal gekauft, hier so ein ganz altes Buch, Preis Klavierschule. Also es ist wirklich... richtig alt. Ich weiß nicht von wann. Also hier ist auch schon Dreck dran. Ich weiß nicht, ob das irgendwo mal abgesoffen ist oder so. Auf jeden Fall kann man solche Teile... Ach, Entschuldigung. Frosch verschluckt. Super dafür verwenden. Ja, also das ist wirklich richtig alt. Sowas geht dafür hervorragend. Dann habe ich hier so ein Buch. Man kann das auch mit so einem Buch machen, aber das machen wir in einem extra Video. Könnte man auch das schon gleich als Cover benutzen. Das finde ich auch immer sehr schön, wenn man sich selber keins machen will. Ja, und hier schmeiße ich eben alles so rein. Alte Kartenspiele. Dann gab es immer bei Action hier so verschiedene Karten. Oder ja, hier habe ich noch, das ist ein altes Fotoalbum oder so. Hier sowas kann man dafür super verwenden. Auch hier diese Klarsicht. Also hier ist es Gelbsicht, Folien, also so ganz verschiedene Sachen sind hier drin. Und wer jetzt aber sowas gar nicht hat, da verlinke ich euch hier oben nochmal die Anleitung, wie wir uns eben unser Papier selber auf alt machen. Also das sieht genauso aus wie das aus den Büchern. Das kann man mit Tee machen oder mit Kaffee. Und da könnt ihr dann alles nehmen, was ihr so findet. Also Doilies, man kann hier solche Verpackungssachen nehmen. Also alles, was euch einfällt. Und natürlich kann man auch ganz normales Designpapier nehmen. Da müsst ihr aber eben dann, wenn ihr das so auf alt machen wollt, jede Seite einfärben. Finde ich persönlich schöner. Müsst ihr natürlich nicht, aber ich würde es machen. Ja, und das ist eigentlich erstmal die Vorbereitung. Ich würde euch empfehlen, dass ihr euch erstmal
ein bisschen Papier einfärbt. Mit Kaffee, geht auch schwarzer Tee, je nachdem, wie ihr das wollt. Und da könnt ihr ruhig den ganzen Schwung machen, wie das geht. Wie gesagt, das verlinke ich euch hier. Und also egal, hier Backpapier oder irgendwelches Verpackungsmaterial. Hier habe ich zum Beispiel mal mir was kopiert. Das kann man dafür verwenden. Also ja, guckt einfach mal, was ihr so in eurem Vorrat habt. Und mit dem Papier könnt ihr dann gleichzeitig noch Bänder einfärben. Also entweder so Spitzer, die gibt es ja auch mal beim Action und beim Teddy in verschiedenen Farben und Breiten. Ja, wie gesagt, denn hier solche Tortenspitze eignet sich mega genial. Bänder, sagte ich schon. Ja, hier, das hatte ich mir auch mal ausgedruckt. Und dann eingefärbt. Hier, das ist ein altes Poster gewesen. Also es ist noch nicht fertig, aber ja. Also Vorbereitung als erstes. Sucht euch einen ganzen Schwung alte Sachen zusammen oder einen normalen Schreibblock oder normalen Zeichenblock und färbt euch das ein mit Kaffee. So. Und dann ergänzt dazu natürlich, gibt es ja das schönste Designpapier, was man noch dazu nehmen kann. Ich habe jetzt für meine Variante das von AB Studio, und aber das machen wir dann im Anschluss. Ich werde das Video wahrscheinlich in mehrere Teile aufteilen. Wir werden zusammen erstmal so das Grundsätzliche zusammenbauen und dann würde ich gerne, wenn ihr das so wollt, mehrere Videos machen über diese Seitengestaltung. Also weil es da gibt es ja unendliche Möglichkeiten und ja, weiß ich nicht, ich will da jetzt auch euch nichts vorenthalten, was ich so weiß. Und deshalb würde ich das gerne in mehrere Teile aufteilen. Also wir machen zuerst den Rohling quasi und machen dann so, nicht jede Seite, aber so ein paar Seiten können wir dann zusammen gestalten. Ja, also wie dann hier so ein Dingens geht, zeige ich euch in diesem Tutorial auch noch. Aber wer jetzt komplett Anfänger ist, kann sich ja gerne nochmal das Video zu hier diesen Büchlein angucken. Ja, so, also das war jetzt erstmal so das Grundsätzliche und jetzt geht es weiter mit dem richtigen Tutorial für das Schätzchen. So, um jetzt unser Journal, Junk Journal Album zu machen, müssen wir erstmal ein bisschen was vorbereiten. Als erstes Papier aussuchen. Das ist für mich persönlich das Schwerste an der ganzen Sache, weil ja, in der Regel, also dieses AB Studio Papier nehme ich dafür sehr gerne, weil das so, ja, so Mixed Media Vintage schon von sich aus ist. Hier sind aber eben nur 8 Papiere drin. Das ist ein bisschen wenig, weil ich meistens 3 solche, im Englischen heißt es Signatures, machen will. Also 3 einzelne Heftchen quasi. Und da wird es mit 8 ein bisschen schwierig. Und ein bisschen was will man ja auch als Seiten haben. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt das Papier ausgesucht. Für Deko oder Taschen oder was auch immer habe ich das nochmal in 6x6. Kann man sich dann auch hier ein bisschen was ausschneiden oder so. Ich weiß nicht, wollen wir es nochmal schnell durchblättern. Ihr habt dann immer hier eine Seite zum Ausschneiden. Das werde ich mal, entweder mache ich selber, ich schneide ja gerne aus, oder ich lasse es vom Blatt ausschneiden und es sind immer doppelseitige Papiere drin. Hier hat man nochmal eine ganze Seite voll Text. Finde ich für so ein Journal immer sehr schön. Dann ist hier nochmal so wie genäht. Also ich habe hier jetzt bei dem letzten Album das erste Mal Papier genäht und das macht mir so Spaß. Und den Effekt finde ich so genial. Also das werde ich hier auf jeden Fall auch machen. Machen wir das jetzt zweimal.
Wieso sind das zweimal drin? Aha. Okay, keine Ahnung. Ach, die sind alle zweimal drin. Also ich finde die Papiere so mega. Die sind nicht alle zweimal drin, ja? Was steht denn hier? Ach doch. Alles. Zweimal. So. Das. So, dann habe ich mir ein bisschen was mit Kaffee eingefärbt. Da hatte ich euch schon mal ein Video dazu gemacht. Das kann ich euch hier oben, hier. Also ich muss es dann umdrehen. Jetzt filme ich gerade über Kopf. Also irgendwo oben rechts in der Ecke blinkt dann so eine Dings auf. Da könnt ihr drauf drücken. Da seht ihr das, wie ich das gemacht habe. Da habe ich einmal, das geht natürlich nicht nur mit Kaffee, sondern auch mit Wasserfarbe oder was ihr so da habt. Einmal hier diese. Er ist so ein bisschen hellblau, türkis. Dann hier solche Spitze, da hatte ich mir mal auf dem Trödelmarkt einen ganzen Sack voll gekauft. Und dafür lässt sich das sehr gut verwenden. Das, also ich kaufe immer gerne alles in Creme oder Weiß für so ein Journal und färbe mir das dann so entsprechend ein. Dann hatte ich hier noch so ein Stück Stoff, das war zur Hochzeit unserer Tischdecke. Und da habe ich, das gab es mal bei Ikea, das ist so einfach, ja, so wollweißer Stoff. Baumwolle, glaube ich, und das habe ich mir auch ein bisschen mit Kaffee eingefärbt. Da habe ich noch, weiß ich nicht, da, weil wir draußen gefeiert haben, haben wir alles Bierzeltgarnituren gehabt und das da drauf gelegt. Da habe ich so viel. Dann habe ich hier mir noch ein bisschen Transparentpapier rausgesucht und ja, hier so ein paar Spitzendeckchen. Sowas kaufe ich mir eben alles auf dem Trödel. Dann das hier. Das ist so ein Band. Das hatte ich mal, weiß ich nicht woher. Habe ich gedacht, kann man vielleicht ein schönes Pocket draus machen. Das. Und dann können wir mal schnell durchgucken. Nur so das Grobe. Was ich so gemacht habe. Einfach solche normalen Notizzettel, die gibt es ja auch überall in jedem Laden. Briefumschläge, ganz normale, große. Das ist eine Papiertüte, die, mit der habe ich nichts gemacht. Hier, das ist mir leider auseinander geklebt. Aber das kann man trotzdem so verwenden. Hat dann schon so einen Layering-Effekt. Ja, Papiertüten. Und hier, das ist so Tortenspitze, also für auf den Teller zu legen. Das habe ich auf meinem Rost vom Backofen getrocknet. Und dadurch hat man hier alles Linien. Das finde ich eigentlich sehr, sehr cool, weil dann kann man das gleich zum Schreiben benutzen. Manchmal bei diesen Sachen hier passiert dann mal irgendwie was, was man gar nicht vorhatte. Und man hat dann so einen coolen Effekt, ohne dass man es beabsichtigt hat. Gell? Also haben wir hier die Linien. Finde ich sehr cool. Ja, dann normales Papier. Dann habe ich Aquarellpapier vom Action genommen. Das hat so jetzt so eine Karton. Mäßig ist das jetzt. Finde ich auch sehr schön. Und da habe ich Salz drauf gestreut. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das ja nicht so gut. Auf jeden Fall hat es jetzt hier so ganz eine ganz schöne Struktur da. Jetzt seht ihr es. Und es glitzert durch das Salz. Also es ist mega. Ja, das habe ich bei 100 Grad im Backofen trocknen lassen. Im Sommer mache ich das draußen, aber ich hatte jetzt nichts mehr. Deshalb habe ich das jetzt so gemacht. Und wenn das getrocknet ist, bügele ich das Ganze. Und ich habe gerne hier diese, ja, wie sich das dann anpasst. Finde ich sehr, sehr cool. Ja, also ein paar Papiere habe ich mir gemacht.
Dann gehen nach, natürlich auch Junk, also Müll, geht dafür auch. Fand ich mit dem Fenster sehr schön. Dann habe ich hier noch so Spitzenband, das gab es mal auf der Rolle vom Action. Finde ich hier dafür auch sehr gut geeignet. Das ist jetzt einfach nur ein Stück noch von dem Stoff. Den habe ich mir auch mit Kaffee und dann eben so geknullert trocknen lassen, dass das so, ja, halt so knittrig ist. Das ist normales Schleifenband, genau dasselbe. Und das auch. Dann habe ich auf dem Brödel mal irgendwann so ein altes Musikbuch gekauft. Finde ich dafür auch mega genial. Und noch ein Stück großes Tortenspitzenteil. Ja, und weil mir 8 Seiten nicht reichen, habe ich jetzt hier noch Papiere rausgesucht, die ich so in meinem Vorrat hatte. Hier habe ich noch eins von Avis Studio Over the Rainbow Kollektion. Ja, da müsst ihr mal gucken, was ihr so da habt. Jetzt einfach nochmal geguckt, was so dazu passen könnte. Das war hier aus dem Weihnachtsset. Fand ich aber auch sehr interessant hier in diesem Spanplatten-Optik. So. Jetzt haben wir unser ganzes Papier rausgesucht. Ich muss mal kurz hier was zur Seite legen. Und wenn wir das gemacht haben, können wir schon mal mit der groben Vorbereitung beginnen. Also ich mache es in der Regel so. Ich überlege mir die Größe. Da ich viele A4 Blätter habe, werde ich das so machen, dass ich mir die einfach in der Mitte falte und die Größe dann annehme.